your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich habe heute den zweiten Teil des Reading With zu euch, zu dem Buch Entführt in der Dämmerung von C.C. Hunter, dem dritten Teil der Shadow Falls Camp Reihe, den ich ja gerade mit Sophia von Sophias Book Planet zusammen lese. Wenn ihr den ersten Teil des Reading With verpasst habt, dann verlinke ich euch den natürlich auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr da nochmal vorbeigucken und da erzähle ich auch nochmal ein bisschen, worum es in dem Buch geht. Ich würde euch auf jeden Fall bitten, genauso wie beim ersten Video zu diesem Buch auch, euch dieses Video nicht anzugucken, wenn ihr nicht mindestens schon den ersten und zweiten Teil der Reihe gelesen habt, weil ich halt so ein bisschen Bezug darauf nehmen werde und euch natürlich nicht spoilern möchte. Ja, wir sind mittlerweile ungefähr bei der Hälfte angelangt und haben uns auch diesmal wieder drei Fragen jeweils gestellt, wobei mittlerweile bin ich schon weiter als bei der Hälfte. Auf Seite 369, also das Stückchen, das kleine hier, muss ich noch lesen. Ich weiß im Moment gar nicht mehr, auf welcher Seite ich eigentlich sein müsste. Wir haben uns ja für jeden Tag 50 Seiten vorgenommen, aber irgendwie war es dann so, dass wir beide am Wochenende keine Zeit zum Lesen hatten. Sophia hatte auf jeden Fall das ganze Wochenende keine Zeit und meinte, sie holt das dann Montag alles wieder nach. Und ich hatte Samstag nicht gelesen, weil ich nicht dazu kam und habe Sonntag zwar gelesen, aber ich glaube keine 50 Seiten und habe deswegen jetzt auch komplett den Überblick verloren, auf welcher Seite ich jetzt eigentlich sein müsste, wenn ich denn ja nun mal weitergelesen hätte. Aber ich glaube, es kommt so ungefähr hin und uns trennen jetzt noch gut, ja, 150 Seiten vom Ende. Also das Ende naht auf jeden Fall. Und bisher, muss ich sagen, gefällt mir der dritte Band ganz gut. Gefällt mir genauso gut, wie die anderen beiden Teile mir auch gefallen haben. Aber ich wünsche mir nach wie vor noch so ein paar mehr Antworten. Es gibt wieder viele, viele Hinweise auf Kylies Vergangenheit bzw. auf ihre Identität, was sie denn ist, wer sie denn ist. Immer so kleine Fetzen und Bruchstücke. Und ja, ich wünsche mir da einfach mal so ein bisschen Klarheit. Es ist zwar schon besser als am Anfang, aber ich weiß nicht, ob man diese Raterei da wirklich so lange durchziehen muss, ob man nicht einfach enthüllen kann, was genau sie jetzt ist. Aber na gut, vielleicht hat das auch alles einen Sinn, den ich erst begreife, wenn ich dann das komplett gelesen habe und wenn es dann wirklich raus ist. Mal gucken. Ja, ansonsten finde ich es einfach wieder super. Es macht total Spaß, wieder in diese Welt abzutauchen, wieder mich mit diesen Charakteren zu beschäftigen. Und ich mag den Schreibstil auch einfach unheimlich gerne. Es liest sich so locker leicht daher und an anderen Stellen ist es einfach dann total spannend von jetzt auf gleich und es macht einfach mega Spaß. Jetzt aber erstmal zu den Fragen, die mir Sophia gestellt hat, bevor ich jetzt aus Versehen noch zu viel erzähle und damit schon eine der Fragen beantworte. Sie hat mich als erstes gefragt: Dreiecksbeziehungen sind immer schwer, also entscheide dich, Lucas oder Derek. Ja, Lucas und Derek sind ja die beiden Typen, für die Kylie so schwärmt und die Kylie umwerben. Und mit beiden hat sie schon so ein bisschen so eine Geschichte hinter sich, aus den ersten beiden Teilen auch schon. Und auch jetzt im dritten Teil geht diese Dreiecksgeschichte weiter, wobei ein Typ deutlich im Vordergrund steht. Ich muss sagen, ich würde mich auf jeden Fall für Lucas entscheiden. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber der ist mir einfach sympathischer. Also ich lese die Szenen mit ihm und Kylie viel lieber als die mit Derek und Kylie. Ich kann auch das Verhalten von Lucas viel besser nachvollziehen als das von Derek, kann mich viel besser hineinversetzen und ich kann ihn mir auch irgendwie besser vorstellen. Ich weiß auch nicht. Ich finde ihn einfach sympathischer und ich finde es, wenn er mit Kylie zusammen ist, irgendwie schöner, als wenn Kylie irgendwie was mit Derek gerade zu tun hat. Und von daher würde ich mich ganz klar für Lucas entscheiden. Ich glaube, wir hatten so eine Frage schon mal beim ersten oder beim zweiten Buch. Und ich glaube, da habe ich auch gesagt, ich würde mich für Lucas entscheiden. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Die zweite Frage von Sophia war: Würdest du gerne mehr über Mirandas oder Dellas Liebesgeschichten erfahren? Miranda und Della sind ja die Mitbewohnerinnen und auch Freundinnen von Kylie und beide haben hier im dritten Teil so ihre Liebesirrungen und Wirrungen und steigen da, also haben im Prinzip das gleiche Problem auch so ein bisschen wie Kylie und können sich nicht entscheiden, wie sie denn damit umgehen sollen und für wen sie sich entscheiden sollen oder und so weiter, so ähnlich wie man das halt so kennt. Ich muss sagen, ich finde es so als Nebenhandlung ganz nett.
gerade bei Miranda, die ja diese Geschichte da mit Perry hat, dem anderen, dem Gestaltwandler aus dem Camp, der im dritten Teil auch eine etwas größere Rolle spielt als in den Vorgängern. Das finde ich schon ganz interessant. Das ist aber halt auch so ein ewiges Hin und Her. Da würde ich mir einfach mittlerweile wünschen, dass es eine klare Aussage gibt und er dann halt zwischendurch mal wieder auftaucht. Aber so insgesamt, also bei Della zum Beispiel, was da mit ihrem Typen ist, ich weiß noch nicht mehr genau, was da war, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Ich finde es halt so als Nebenhandlung ganz nett und so für die Dialoge manchmal so ganz interessant, aber so insgesamt müsste ich da jetzt nicht unbedingt mehr drüber erfahren. Ich glaube, das würde auch einfach dann zu viel werden. Ich meine, Kylie hat ja schon diese Dreiecksgeschichte und macht sich ständig Gedanken über Lucas und Derek, und wenn dann auch noch der ganze Kram von Miranda und Della weiter in den Vordergrund gerückt wird und da auch dauernd drüber gesprochen wird und so, ich glaube, dann würde ich irgendwann die Klatsche kriegen. Ich glaube, das wäre mir dann echt irgendwann zu viel, weil das deren Liebesgeschichten ja auch nicht so einfach sind. Die haben da ja auch Probleme und irgendwie, ich glaube, eine Dreiecksgeschichte und eine mit Liebesproblemen, die reicht mir echt in dem Buch, in der Reihe, weil ich glaube, sonst würde auch irgendwann so dieser Fokus sonst würde sich der Fokus so verrücken. So mehr, immer weiter mehr zu den Liebesgeschichten hin und immer weiter weg so von diesem ganzen Übernatürlichen und allem, was da sonst so mit Kylie passiert. Und das wäre echt sehr schade. Und die letzte Frage von Sophia bezieht sich auch so ein bisschen auf das Geschehen. Sie fragte nämlich, gibt es bereits eine Szene, die du richtig genial fandest? Und da sind mir genau zwei im Gedächtnis geblieben. Ich werde euch natürlich jetzt nicht so viel verraten, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Aber es gab einmal eine Situation, da träumt Kylie und die Traum wandelt. Das kann sie ja seit dem zweiten Teil, glaube ich, haben wir das ja herausgefunden, dass sie die Träume anderer besuchen kann. Und dieses Traumwandeln wird aber von einem anderen Traum, den sie hat, sage ich mal, unterbrochen. Und das war schon eine sehr spannende Szene, auch eine, die einen so neugierig gemacht hat, was denn dahinter steckt und was das zu bedeuten hat, was da passiert in dem Traum. Ich habe im ersten Moment gar nicht begriffen, dass es wirklich ein Traum ist. Ich dachte, das passiert gerade wirklich, dass sie irgendwie aufgewacht ist. Und von daher fand ich das sehr spannend, das ist mir gut im Gedächtnis geblieben. Und das andere war schon eher lustiger. Und zwar haben die im Camp, ich weiß gar nicht mehr warum, auf jeden Fall haben sie irgendwie eine Party gefeiert. Und da gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, nicht zwischen Derek und Lucas, das wäre zu offensichtlich, nein, zwischen zwei anderen männlichen Personen, und die ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen, sage ich mal, und das ist, ich fand es einfach wahnsinnig witzig und interessant, aber auch, und deswegen, die ist mir auf jeden Fall auch gut im Gedächtnis geblieben, diese Stelle, und ja, mal gucken, was jetzt zum Ende hin noch passiert, vielleicht, da wird es ja sicher nochmal spannend werden, und da wird bestimmt auch noch die ein oder andere Szene auftauchen, die ich mir gut merken kann und die ich wirklich genial finde. Ja, das waren auch schon Sophias Fragen an mich. Ich freue mich einfach nur darauf, jetzt weiterzulesen. Freue mich darauf, auch irgendwie dieses Buch zu beenden und zu gucken, wo wir dann am Ende des dritten Bandes so stehen und was uns wohl im vierten erwartet. Und ja, ich freue mich einfach darauf, weiterzulesen. Es macht so einen Spaß, es gefällt mir so gut, dieses Buch. Und diese Reihe insgesamt auf jeden Fall eine meiner Lieblingsreihen. Und ja, das trifft einfach genau meinen Geschmack. Ich verlinke euch natürlich Sophias Blogpost unten in der Infobox. Sie hat den auch schon hochgeladen mit meinen neuen drei Fragen an sie. Und ansonsten war es das erstmal von mir und diesem Buch. Das nächste Video gibt es dann so in, weiß ich nicht, 4 Tagen, 5 Tagen. Mal gucken, je nachdem, wie schnell ich mit Lesen und Drehen jetzt letztendlich bin. Ja, wenn ich das Buch dann zu Ende gelesen habe und die drei abschließenden Fragen dann von Sophia bekomme, sowie natürlich, dass ich eine kleine Bewertung abgebe. Bis dahin wünsche ich euch ja einen schönen Nachmittag, ein paar schöne Tage, wie auch immer, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best.